Oberlandesgericht Hamburg. Vor Gericht steht die 35-jährige deutsche Staatsangehörige Umaima A. Im Januar 2015 soll sie sich dem IS angeschlossen haben. Mit ihren drei Kleinkindern habe sie bis 2016 in Raqqa gelebt und sich eingegliedert in die Strukturen der Terrorgruppe. Als Ehefrau von Kämpfern dieser Vereinigung soll sie ihre Kinder im Geiste der Vereinigung erzogen haben und sich auch an der Versklavung eines 13 Jahre alten jesidischen Mädchens beteiligt haben. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass sie eine Schusswaffe Marke Kalaschnikow besessen hat und über das Internet Propaganda der Vereinigung verbreitet hat. Umaima A. war die Frau des wohl bekanntesten deutschen IS-Terroristen Dennis Kaspert, der einstige Rapper Desodoc. Meine ehrenwerten Brüder und Mujahideen, an die Jugend, ich rufe euch auf und kommt zum Dschihad. 2018 starb Kaspert bei einem Drohnenangriff. Schon 2016 kehrte Umaima A. mit den Kindern nach Deutschland zurück und lebte in Hamburg lange unentdeckt von den Behörden. Am 9. September 2019 wird sie verhaftet. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer terroristischen Miliz. Ich persönlich glaube eigentlich nicht, dass, wenn man es sauber subsumiert, rechtlich hier eine Mitgliedschaft nachzuweisen sein wird. Ich kenne aber natürlich die Rechtsprechung. Die Rechtsprechung ist natürlich so, dass letztlich jede Frau eines IS-Kämpfers mittlerweile als Mitglied dieser Vereinigung angesehen wird. Der Prozess in Hamburg wird dauern. Die Angeklagte schweigt. Al-Hol in Syrien vor wenigen Wochen. Seit dem Ende des Kalifats sitzen tausende Frauen von ehemaligen IS-Kämpfern in Haft oder verstecken sich, darunter auch viele Deutsche wie Mariam A. 2014 folgte Mariam ihrem Mann zum IS. Heute gibt sie sich reuig. Diese ganze Abschlachterei, das Zurschaustellen von Leichen. Warum bindet man eine Leiche oder einen sterbenden Menschen an ein Auto und fährt mit ihm noch über einen Schotterweg? Und Kinder und Frauen haben dabei zugeschaut. Für mich sind das einfach Unmenschen. Derzeit versteckt sich Mariam A. vor ihren ehemaligen Komplizen. Sie erzählt, jeder habe sehen können, wie der IS Menschen terrorisiert habe. Und der Terror gehe selbst nach der Niederlage in den Gefangenenlagern weiter. Dort herrschten fanatische IS-Anhängerinnen. Ein Mädchen wurde von ihrer eigenen Großmutter dort umgebracht, weil sie sich nicht mehr bis zu den Augen verschleiern wollte. Also, da sind wirklich noch viele Hardliner. Viele von ihnen Ausländer. Manche kämpfen noch. Eine Frau hat sich bei Idlib in die Luft gesprengt. Welche Rolle spielten die Frauen beim IS? Offenbar eine größere als die sorgsamer Ehefrauen und Mütter. Frühjahr 2019, die Schlacht um Bachus in Syrien. Diese Amateuraufnahmen zeigen Frauen kämpfend an der Front. Als die Schlacht verloren scheint, ergeben sich viele den Kurden und Syrern. Darunter auch eine Deutsche. Ich heiße Vera Sauerland, Vera Hatice Sauerland. Ich bin hier, um Hilfe zu bitten, für mich und meinen Mann. Er ist auch kein Kämpfer gewesen, nichts. Der hat nichts Großartiges gemacht, außer halt die Frauen geholfen, Reparaturen erledigt. Als in Büros war er halt, also mehr hat er nicht getan. Er ist jetzt zurzeit verletzt, er wurde angeschossen, nicht beim Kampf, sondern halt beim Helfen, mir meine Sachen zu packen. Diese Kurdin war bei der Verhaftung dabei. Ihren vollen Namen können wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Und in Bachus, da waren ja nur noch die IS-Kämpfer übrig, die gekämpft haben, ne, um den Stadtteil. Also stimmt das auch nicht, was die uns da die ganze Zeit erzählt haben. Die haben alle das Gleiche erzählt. Ich glaube, das wurde da abgemacht, bevor die sich ergeben haben an unsere Leute, dass die das alle so sagen, dass die da auch freikommen vielleicht, ne? Doch Zeugen wie diese Kurden kommen vor deutschen Gerichten selten zu Wort. Natürlich haben die IS-Frauen gesagt, dass sie nichts gemacht haben, nichts gehört haben und das alles. Aber die haben ja zusammen mit den Sklavinnen gelebt. Die haben das ja alles mitgekriegt, was mit denen passiert. Melissa konnte IS-Frauen filmen, die Sklavenhaltung rechtfertigten. Die sind dein Eigentum.
Im Islam ist das keine Vergewaltigung. Ich kenne zum Beispiel eine Sklavin. Ein Bruder hat 3 Frauen und eine Sklavin. Und die ist Jesidin. Ich bin keine Muslimin, aber ich habe den Koran gelesen. Ich habe nichts gefunden, dass Sklaverei erlaubt ist. Das ist die Sunna, der Weg des Propheten. Das ist so. Zur Zeit des Propheten war das so. Oberlandesgericht Düsseldorf. Im Dezember 2019 wurde Mine K. verurteilt. 3 Jahre und 9 Monate Haft. Sie führte den Haushalt eines deutschen IS-Kämpfers, ihres Mannes, und bekam dafür monatliche Zahlungen vom IS. Laut Urteil war sie beteiligt an Kriegsverbrechen, Wohnungsplünderungen. Nach dem Tod ihres Mannes wurde sie in der Türkei verhaftet. Auch Mine K. hatte ihr Kind in den Terrorstaat mitgenommen, doch das spielte beim Strafmaß kaum eine Rolle. Ja, bei Mine K. ist mir aufgefallen, dass sie das Kind ja in ein Kriegsgebiet gebracht hat, aber keinerlei Reue darüber gezeigt hat. Sie hätte ja sagen können, ich täusche mich darüber, wie die Zustände dort sind. Aber nachdem sie die Zustände dort gesehen hat, hat sie auch noch keinerlei Reue und hat vielmehr das Kind späterhin benutzt, um sich sozusagen als Opfer dieser ganzen Handlungen darzustellen. Martin Yahya Heising und Serkan Alkan sind die Verteidiger von Mine K. und anderen IS-Rückkehrerinnen. Die Anwälte haben Revision gegen das Urteil eingelegt. Das sind Mädchen, die im pubertierenden Alter irgendwo zum Islam gefunden haben, den Islam als eine Popkultur wahrgenommen haben, sich im Internet informiert haben, bei Abu YouTube gelandet sind, der eine Durchgangsstation gewesen ist. Die fahren darunter mit irgendwelchen naiven Erwartungen, haben dort ein böses Erwachen, kommen zurück und sind meistens ganz normal. Insofern denke ich, wenn wir jetzt da den Vergleich tätigen zwischen Kriegsverbrecherverfahren, Terrorismusverfahren, RAF, Verfahren nach dem Zweiten Weltkrieg, das wird der Sache nicht gerecht. Das Urteil gegen Mine K. wird der Bundesgerichtshof prüfen und entscheiden, ob die Verurteilung nach Völkerstrafgesetzbuch Bestand hat. Bis heute behauptet Mine K. nur, Ehefrau eines IS-Kämpfers gewesen zu sein. Also für mich sind das keine Opfer, weil manchmal in Europa werden die IS-Frauen ja als Opfer dargestellt oder als Kinder, weil sie sehr jung dorthin gegangen sind, was meiner Meinung gar nicht richtig ist. Mariam A. indes plant ihre Rückkehr nach Deutschland. Die Prozesse in Deutschland hat sie von Syrien aus über das Internet verfolgt. Zu Hause will sie sich einem Gericht stellen. Ich kann den Leuten nicht irgendwie die Schuld für meine Fehler geben. Weder meinem Ex-Mann, noch meiner Mutter oder meiner Familie oder sonst wem. Also, es liegt immer an einem selbst, dass wir dahin gegangen sind.